Ich setze meine beiden Stamina-Würfe dafür ein. Er sagt das mit der Gewissheit von jemandem, der immer dreckiges Lack hat. Haben wir jetzt eigentlich alle kein Stamina mehr? Nein, ich habe noch einen. Okay, dann ist das der letzte Stamina-Punkt, den wir aufbringen können. Ich habe den letzten Stamina-Punkt und die letzte Hirnzelle, ja? Okay, alles klar. Also, wie geht's euch? Kriegt jemand was ab oder habt ihr alle gesagt, voll resistet? Ich hab die 5. Ich hab die 4. Okay, das heißt 5 und 4 ist teilweise resistet, ja? Ja. Genau. Also ich kann's resisten, ich habe 6. Okay, alles klar. Und ich konnte nicht werfen. Du konntest nicht werfen, weil du kein Stamina mehr hast, richtig? Genau. Uff, der Arme. Aber jetzt hast du wieder welches. Okay. Das war gut. Ja. Und wir auch. Gut, es war jetzt kein, kein aktiver Angriff, eher ein beiläufiges Überrennen. Also wer nicht resisten konnte, kriegt 3 Harm, also verliert 3 Blatt. Und diejenigen, die teilweise erwischt wurden, die verlieren immer noch 1. Eins. Das ist in Ordnung. Komm, 1 nehme ich. Kann ich das teilweise in die Rüstung reinlaufen lassen? Du kannst die Rüstung verwenden, das braucht, glaube ich, kein Stamina oder so. Ich glaube, das mache ich auch. Damit habe ich meine Rüstung dann voll ausgereizt, okay. Was das angeht. Gut, also das Vieh ist einmal über euch drüber, so halb galoppiert und legt jetzt am anderen Ende der Brücke eine Kehrtwende ein, um... Das wird eine Weile dauern, oder? Okay. Ein bisschen, ja. Right. Also erstmal möchte ich den Typen, der wegrennt, parieren. Danke. Du kannst ihn nicht parieren, weil er dich nicht angreift. Du kannst ihn Parry ist interrupt an enemy action. Ich möchte, was auch immer gerade tut, interrupten. Okay. So. Er kriegt 2 Kugeln. Mhm. Das muss klappen, er kriegt 3 Kugeln. Bang! Das hätte er nicht mehr sparen können. Jetzt hat er mich auch sparen können. So, ich erwische ihn mit der Kugel und er stolpert hoffentlich erst einmal. Und dann rufe ich Magnus zu, pack ihn dir! Ja! Die Bestie hat gewendet. Oh. Wait, die anderen können ja auch noch Sachen tun. Moment, richtig. Ja. Also ich hab ja gesagt, ich schnapp mir den Kultisten, weil die Bestie ja jetzt momentan nicht in der Nähe ist, sodass ich auf sie draufspringen kann. Ja, natürlich, aber es muss eine Konsequenz haben. Also das Vieh nimmt jetzt Anlauf. Alles gut. Und ihr könnt euch jetzt um den Kultisten kümmern, der ihm gefallen ist. Ich steche ihn ab. Gut, ich möchte darauf hinweisen, dass du dafür ein gutes Stück in Richtung Kathedrale laufen musst und dich dadurch potenziell in Reichweite von den beiden Weihrauchschwenkern begibst. Also die sind nicht direkt da, aber die sind dann schon deutlich näher. Das ist in Ordnung, das ist mir bewusst. Okay. Aber das ist gerade das Wichtigste. Eine ganz normale Prowess-Aktion. Das ist die 6. Okay. Hatte in der Geschichte von Leuten, die Glück haben, schon mal jemand so viel Glück wie wir? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Also, für mich bestätigt sich eigentlich gerade so ein bisschen die Bedenken, die ich bei dem System hatte. Und zwar, also gefühlt habt ihr zu viele Würfel. Also dachte ich mir beim Durchlesen. Aber keine Ahnung, vielleicht spiele ich auch die Möglichkeiten nicht genug aus, euch schlimme Dinge anzutun. Ich glaube, du machst das schon genug. Ach, ich glaube, wir ändern das jetzt. Hör mal, komm mal ran auf eine Armlänge. Also, lieber Magnus, mit deiner Disposition ist es, glaube ich, keinerlei Problem, einen am Boden liegenden Kultisten mit aufgeschürften Knien und Handflächen abzustechen. Dieses nicht Positives. Das ist was sehr Positives. Das ist ein Kultist. Es war ein Kultist. Mhm. Ja, gewesen. Genau. Ja. Ja, also der Kultist liegt ausblutend am Boden. Und von den anderen dreien, wie würfeln, auf wen er geht. Denn das Vieh stürmt ja jetzt an. Wobei, auf der rechten Seite könnte es potenziell 2 Leute erwischen. Also versucht es mal auf euch beide zu gehen. Kann ich davor agieren? Kannst du. Oder? Du handelst immer zuerst. Ich handle immer zuerst. Also kann ich mir tatsächlich anhören, was es zu machen hat und dann sagen, ich handle zuerst? Oder muss ich davor ansagen, was ich tun?
bevor du überhaupt anfängst zu sagen, was er machen will. Du kannst dir anhören, was er zu sagen hat. Okay, großartig. Ich möchte einer meiner Säurebomben ziehen und auf ihn werfen. Du hast Säurebomben? Ja, wir haben natürlich, alle wir alle haben Säurebomben. What? Gut, ja. Das schauen Acid wir uns an. Das schauen wir uns an. Also Acid Bomb ist ein Slot von einem Bandolier. Finde ich eine gute Idee. Da steht allerdings nicht, was das bringt. Ich nehme an, sagen wir mal, es erhöht den Effekt. Also normalerweise würde ich sagen, du hast verminderten Effekt, aber ja gut, dann gehe ich dir damit Standard. Okay, was möchtest du von mir für einen Wurf haben? Wit? Ja, ich denke schon. Das scheint mir irgendwie ein bisschen Feingefühl zu erfordern. Wunderbar. Leider kein Stamina mehr. Deswegen nur 2W6. Und eine 5 ist dabei. Alles klar. Du wolltest ihn mit der Säurebombe treffen und schoss ihn, aber es ist nur eine 5, das heißt, seine Aktion gelingt auch. Du triffst ihn mit der Säurebombe. Wir hatten gesagt, es ist Standardeffekt, weil du eben diese Ressource verwendet hast. Das füllt 2 Segmente. Okay. Dieses Biest. Zensus holt aus, als würde er einen Baseball werfen wollen. Und wirf ihm diese kleine Bombe oder Granate, wie man es auch nennt, direkt an den Kopf, wo es aufplatzt. Jedoch über den aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner Größe über den Rücken verteilt und jedoch nicht in seinem Anlauf hindert. Und nun starrt Zensus einem wütenden Bullen oder Bestie entgegen, die auf ihn zustimmt. Ja, wie gesagt, es wollte dich auf die Hörner nehmen, es nimmt dich auf die Hörner und das sind 4 Schaden, es sei denn, du hast noch Möglichkeiten, da rauszukommen. Ich habe keine Möglichkeiten, da rauszukommen. Ich nehme den Schaden und gleichzeitig streiche ich mir 2 Punkte Rüstung ab, um 2 davon zu negieren. Okay, wunderbar. Gut, wo machen wir weiter? Also, die schnaubende Bestie steht aktuell vor Harry und Zensus. Da stehe ich ja frei. Dann stehst du frei. Kann ich in das Ding vom Kopf schießen? Like dieses Reliquarium oder was es ist? Ich beschreibe es dir mal ein bisschen näher. Also, es ist. Es ragt halt über der Mitte von dem Schädel auf. Wie, ich weiß nicht, vielleicht wie so ein Federbusch. Okay. Und wie gesagt, ziemlich hoch. Also es ist per se, sieht es nicht so furchtbar stabil aus. Andererseits hat er damit gerade Leute verprügelt. Also es scheint stabil genug zu sein. Und die Befestigung sind 2 breite, goldene Metallreifen links und rechts vom Schädel, die um die Hörner gelegt sind. Und ich denke, wenn du es runterschießen willst, an dieser Befestigung, wahrscheinlich, Schuss auf jeder, oder? Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich musst du auf beiden Seiten einmal treffen. Ja, okay. Aber ist das ein Action-Roll oder ist das ein Firearms-Roll? Ich sehe das eher als Action-Roll. Ich eigentlich auch, oder? Also es ist, es erfordert auf jeden Fall Präzision. Ich denke, du musst trotzdem eine Kugel ausgeben, das... Okay, sonst macht's für dann mich keinen Sinn, aber... muss ich erstmal ein Blatt ausgeben und panisch nachladen. Okay, alles klar. Du kannst auch eine Silver Bullet nutzen. Ich weiß, ich nehme mit Absicht das Blatt. Okay. So, da ich ein Noble Scion bin, darf ich einen Würfel mehr würfeln. Wenn ich gerade sehr energisch die Kugeln auf dem Boden verteile. 2 Kugeln nachlade. Also da gilt auch nur der höhere und nicht beide, obwohl du einen mehr wirfst? Es gilt nur der höhere, genau. Aber ich nehme an, also es wäre blöd, wenn ich nicht immer irgendwas ausgeben müsste. So, und der zweite Würfel ist ja dann free. Ja. Ich würde gerne auch was tun. Dann okay, die eine Kugel gebe ich dir und dann witten wir das da runter, oder? Ja, genau. Okay. So. Ja, komm, würfeln wir einfach. Oh Gott sei Dank, da ist die 6. 2 gezielte Schüsse, einen auf jedes Horn. Springen dann. Nicht beide.
eine Seite. Eine? Ich dachte beide. Eine. Ich habe gesagt, du musst zweimal treffen. Ja, ich dachte, das zweimal in einem Wurf. Nein. Du musst dich ja auch irgendwie beschäftigen, ohne in den Nahkampf zu gehen. Okay, ich habe also einen. Zum Glück habe ich zwei Kugelringe in der Rät. Ja, du triffst diese goldene Strebe an der Seite von dem seltsamen Ding. Und du siehst, wie das Teil ins Wanken gerät. Also es hängt jetzt deutlich schief. Und das Vieh wirkt dadurch auch zumindest für einen Moment irritiert, weil naja, plötzlich dieses Ungleichgewicht auf seinem Kopf ist. Und jetzt springen wir erstmal zu Magnus. Genau. Du hast ja gesagt, ich bin fast in Reichweite von denen. Also die könnten jetzt theoretisch was machen. Und bevor sie dazu kommen, möchte ich gerne eine Rauchbombe in deren Richtung werfen, um ihre Sicht zu behindern und ja. Es tut mir leid, es ist sehr lustig, dass du Leuten, die selbst Rauch produzieren, aus ihren Weihrauchschwenkern mit einer Rauchbombe ausschalten willst, aber tu das! Ja, natürlich, aber ich ist halt nochmal eine andere Qualität von Rauch, gehe ich davon aus. Also, ja, sicher. Also, wir wissen ja, es gibt guten Rauch und schlechten Rauch. Ja, also damit wäre dann quasi das obere Ende der Brücke erstmal in Qualm gehüllt. Genau. Die Frage ist... Ich glaube nicht, dass es Prowess ist, oder? Ich habe gerade überlegt, ob das überhaupt eine Probe erfordert, aber ich brauche ein gefühlt faires nächstes Ziel eben für mein Monster. Das heißt, du schaffst es auf jeden Fall, die Rauchbombe irgendwie zu schmeißen. Die Frage ist nur, ob es Konsequenzen hat oder nicht. Okay. Soll ich... Also was soll ich würfeln, sag's mir, weil Prowess ist es wahrscheinlich nicht. Ich will ja keine 200 Meter werfen, sondern ich will ja eher gezielt werfen. Das ist ein Witwurf, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Kostet mich vermutlich ein Stamina und ich würde ein weiteres Stamina einsetzen, um einen zusätzlichen Punkt zu erhalten. Mhm. Da ich wahrscheinlich sowieso Konsequenzen facen werde, ja, werde ich. Aber dadurch regeneriert sich auch erstmal mein Stamina wieder. Gut, du wirfst die Rauchbombe und sie zerplatzt, Moment, mit einer 4, ja, plangemäß mehr oder weniger in der Mitte vor den beiden Typen und hüllt die erstmal in dichten Qualm. Was den Nachteil hat, dass du auch nicht mehr sehen kannst, was sie tun, aber sie sehen jedenfalls auch dich nicht. Und ja... Vielleicht sind das schon die negativen Konsequenzen, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es gar nicht so gut, nicht zu wissen, was die tun. Weiter! Haben noch andere Leute irgendwelche Pläne? Weiter feuern? Okay. Ja. Und zwar erstmal eine Frage. Wiefern ist denn sind meine Aktionen denn begrenzt? Könnte ich beispielsweise eine Blattweile, also diese Heiltrank runterkippen und dann trotzdem den Bullen noch provozieren, mich anzugreifen? Also, du kannst dich heilen und... Ja, dann ist es so, pass auf, wir können 50-50 machen, ob er dich angreift oder Harry. Denn, ich meine, du hast ihn mit dieser Säure getroffen. Das ist eine valide Option, dass er dich sowieso nochmal angreifen will. Aber machen wir 50-50. Okay. Dann kippe ich erstmal einen Heiltrank runter. Mhm, gut, dann streich dir einen Slot ab und ich würfel mal einen D6. 1 bis 3 ist Zensus. Ansonsten geht er auf Harry. Er geht auf Zensus. Du bekommst deinen Willen. Das war nicht genau mein Wille, aber. Ich nehm's. Gut, möchtest du das verhindern? Sonst kommen gleich wieder 4 Schaden rein. Ja, ich würfe meine Resistance und da 4 Schaden lief sein können. Ich nicht ganz, aber ich will trotzdem nicht auf einem Blut rumhacken. Pack ich alle 3 Würfel rein. Und ich habe eine 4, das heißt, Schaden kommt danach durch. Gut, du kannst der Sache teilweise entgehen. Da machen wir halben Schaden. 2.
damit war dann der Heilschrank irgendwie umsonst. Andere Leute, die handeln wollen. Ich glaube, ich irgendwie eine Öffnung noch auf ihn zu schieben oder wackelt der zu viel? Nee, das geht schon. Also, dein Ziel ist immer mal wieder außer Sicht, weil, das Vieh da tobt und auf deine beiden Mitjäger losgeht. Aber, nach dem gelungenen Angriff hebt es erstmal wieder den Kopf und das wäre deine Öffnung. Dann nimm meine letzte Kugel. Und mein letztes Stamina, den ich pushe. 4 ist close. So, das war nötig. Alles klar. 4 ist ein Erfolg. Die zweite Kugel trifft und das goldene Gebilde stürzt auf die Brücke herab und das kleine Glaskästchen zerschellt. Das Ganze liegt jetzt am Boden und die Bestie stutzt kurz, blickt mit einer, ich will nicht sagen menschlichen Intelligenz, aber es hat eine Form von Intelligenz zu Boden und nimmt dich ins Visier. Schlag jemand auf das Teil! Bin zu weit weg. Er wollte auch was anderes machen. Ich habe ja die Rauchbombe aus einem guten Grund geworfen. Ich würde nämlich jetzt durch die von mir erzeugte Rauchwand auf die andere Seite laufen, sodass ich für den Fall, dass die Kultisten aus der Rauchwand dann selbst heraustreten, sie meucheln kann, beziehungsweise umbringen. Also du läufst jetzt in die Rauchwolke rein, ja? Genau, und zwar gerade straight durch über die Brücke. Sodass ich auf der anderen Seite, also in Richtung der Kathedrale, wieder rauskomme. Und ich versuche das natürlich möglichst schnell zu machen, also. Resiste, um nicht getroffen zu werden. Der Weihrauchschwenker propellert nämlich in dem Nebel. Alles klar, ist in Ordnung, finde ich vollkommen fair. Allerdings, die Konsequenzen sind hier nicht so schlimm, weil du nicht unmittelbar im Kampf mit der Bestie bist. Das heißt, deine Position ist risky. Ich hab ja das komplette Stamina. Ich würde tatsächlich gerne 2 Stamina ausgeben, um 2 Würfe zu resisten, um da durchzukommen. Alles klar. Das ist die 4. Gut, das heißt, du resistest teilweise. Genau. Okay, dann bist du für ein Blatt von dem Ding gestreift. Bin ich fair, nur nicht. First Blatt! Und stolperst dann auf der anderen Seite des Nebels auf den großen Hauptweg, der zur Kathedrale führt, hinaus. Du kannst in der Eile kurz links und rechts Grabsteine, Hecken, ein paar größere Grüfte erkennen und geradeaus das große, wasserspeiergeschmückte Portal der Kathedrale. Ja, das interessiert mich jetzt gerade noch nicht. Alles klar. Aber du bist erstmal auf dieser Seite. Sehr gut. Gut, die Konsequenz war, dass die Bestie Baldrick angreift. Wie sieht das da aus? Ich agiere zuerst. Und ich will auf die Bestie schießen. Ich will sie stunnen. Um den guten Baldrick vielleicht zu retten. Wir haben Parry, oder? Er geht zuerst, das ist kein Parry. Er geht zuerst. Ich bin mir ehrlich gesagt auch unsicher, weil die Sache ist die. Es ist eine Konsequenz aus der 4. Die Konsequenz ist, das Vieh greift jetzt ihn an. Aber das er handelt vor dem Vieh. Genau, das kollidiert jetzt irgendwie und deswegen. Er handelt immer zuerst. Ansonsten wäre es eine Frage, aber er handelt immer zuerst. Okay, er handelt zuerst. Okay, ich setze 2 Schüsse ein und zusätzlich eine Silver Bullet. Okay, dann nächste Frage. Ist es nicht... Ja, nee, mach. Macht Sinn. Ist es nicht? Ich habe überlegt, ob es vielleicht der Move Protect wäre, aber das Vieh hat sich ja schon entschlossen, Baldrick anzugreifen. Das heißt, es wird jetzt nicht plötzlich Zensus überrennen. Also mach das mit dem, wie du es wolltest. Okay. Das ist nicht... Ich bin so oder so jetzt out of ammo. Eine 6 ist dabei. Zweiter Wurf ignorieren. Ich habe da versehentlich hingezogen. Der erste Wurf ist verbannt. Oh, das ist gut, right? Denn wenn er gestunt ist,
laufe ich ihm zwischen den Mannen durch und klaube dieses Ding von der Straße auf. Okay, alles klar. Ja, weil trinkt Harry einen Heiltrank. Ja, das ist tatsächlich jetzt ein guter Zeitpunkt. Du meinst, er setzt sich hin und raucht eine Zigarette, ja? Hey, hey, das ist meine Rolle. Ich bin Captain Lungenkrebs. Ja, Baldrick, du beugst dich über das goldene Ding. Muss unglaublich viel wert sein. Aber, naja, neugierig wie du bist, interessiert dich natürlich vor allem der Inhalt des Glaskästchens. Und du findest darin ein Stück Stoff, das offensichtlich mit Blut getränkt ist. Aber naja, das kannst du dir zusammenräumen. Es ist sicherlich nicht irgendwelches Blut. Mhm. Ich kenne einen Vampir, der gutes Geld zahlen würde. Du gewinnst ein Insight. Das ist mein vierter. Super, dann kannst du die anderen hier auf der Brücke stehen lassen und das im Workshop chillen. Das ist genau der Gedanke, den ich gerade hatte. Alles klar. Ich würde jetzt meine Aktion gerne machen und aus meinem Bandolier eine Brandbombe ziehen und die in den Nebel schmeißen. Mhm. Ungezielt. Naja, ich weiß ja, wo ich die andere ungefähr hingeworfen habe. Also, ich würde natürlich möglichst gerne damit beide mitnehmen. Ich weiß, dass das vermutlich nicht klappt. Aber durch das Feuer werde ich sie zumindest raustreiben, auf die eine oder andere Seite. Das heißt, ich möchte ihnen quasi keine Zeit zum Handeln geben. Okay, ich überlege gerade. Vorher hast du auf Wit gewürfelt? Nee, vorher, ja, habe ich auf Wit gewürfelt. Ich glaube, das wäre auch hier wieder angebracht. Das ist mein schlechtester Stat. Ja, ich überlege gerade. Also ich denke, wir bleiben bei Risky, weil nicht, weil die Wahrscheinlichkeit einfach gegeben ist, dass du dir irgendwie selbst wehtust bei der Sache. Ich denke, das wäre hier eine Konsequenz. Jo, es ist in Ordnung. Ich stehe ja auch noch relativ nah an diesem Rauch, also genau. Finde ich vollkommen fair. Genau, dann kommt jetzt eine Wit-Probe. Ich setze 2 Stamina zum Pushen ein. Würfel dann mit 3 Würfeln. Das ist die 5. Okay, alles klar. Es gelingt dir, die Brandbombe in den Nebel zu werfen. Ungefähr an der Stelle, wo du vermutest. Der Radius der Explosion ist allerdings etwas größer, als du es dir vorgestellt hast, denn du wirst zumindest noch von ihren Ausläufern erfasst. Mhm. Verbrennungen, ein Blatt. Ja. Und du kannst aber auch den Effekt bewundern. Oder kannst du? Lass uns mal rausfinden, in welche Richtung sie stolpern. 1 bis 3 ist in Richtung Stadt. 3. Du bist der Meinung, du müsstest was getroffen haben? Ah, da sind die Schreie. Aber niemand kommt dir entgegen. Sie scheinen sich für die andere Richtung entschieden zu haben, instinktiv. Der Grad an Happiness, mit dem sie die Schreie gesagt hat, ist leicht beunruhigend. Ja. Die 2 Kultisten packen wir doch auch noch. Das Riesenvieh ist ja kein Problem. Ja, also in dem Bestienkampf geht es gerade nicht so recht weiter. Ich glaube, ich weiß, was die nächste Konsequenz sein wird. Gut. Wie war die Lage da? Baldrick kaut am Boden über dem Reliquar. Möchtest du die Reliquie an dich nehmen oder was hast du vor? Paralysiert herumsitzen, während ich nicht weiß, ob ich sie an mich nehmen oder anzünden soll. Okay, das ist suboptimal. Harry hat einen Heiltrank getrunken. Sensus ist, glaube ich, so schlau wie vorher, weil der Heiltrank gleich wieder weg war. Ich trinke noch einen Heiltrank. Dann würfle ich auf wen von euch dreien ich als erstes gehe. Oder eigentlich Baldrick, oder? Baldrick hat mein Reliquar. Ich zünde die Reliquie an! Ich stampfe nicht in den Boden, so sieht's aus. Ich lecke an dem Blutstein. Ich mein's ernst. Ja, natürlich. Also, ich nehme das Ding und ab geht's. Ja. Während du noch überlegt hast, ob du ein Kameradenschwein sein sollst oder nicht, nimmt dir die Bestie die Entscheidung ab und du aktivierst den Stein. Gut, dann springen wir jetzt, denke ich, zum Workshop. Den hatten wir noch nicht.
das ist gewissermaßen die sichere Basis der Jäger. So ein bisschen zwischen den Dimensionen. Und es ist völlig übergangslos. Eben bist du noch auf der weißen, weiten Brücke gekniet und hattest vor dir dieses zertrümmerte Reliquar. Und jetzt plötzlich kniest du vor dem Grab des ersten Jägers und kannst aufstehen. Es ist alles wie immer. Es ist friedlich, es ist so ruhig. Der Kampf ist sehr weit weg. Und ein geschlängelter Pfad führt durch den Garten hinauf in die Werkstatt. Ich lasse mich in der Werkstatt angekommen, erstmal auf einen Schemel fallen und atme einige Momente lang tief durch. Und dann mache ich mich möglichst zügig an meine Vorbereitung. Ich greife einen neuen Sack mit vorbereiteten Munitionskartuschen von einem Regal. Was wollte ich noch tun? Alles klar. Ach ja. Erste Aktion. Und dann werde ich mit schlechtem Gewissen einige Zeit damit zubringen, diese Reliquie zu studieren. Was auch immer dabei rauskommt, ich werde auf jeden Fall meine 4 Insight für einen Attributspunkt eintauschen. Gut. Es kommt nicht oft vor, dass der Runenaltar benutzt wird. Du öffnest die Hintertüre der Werkstatt. Der Weg ist schon ganz zugepuffert, aber du kannst die Brombeerranken beiseite schieben und dann deine Erkenntnisse auf dem Altar darbringen. Im übertragenen Sinne. Vielleicht. Erkannt haben wir nicht übermäßig viel. Wir wissen, dass aus irgendeinem Grund die lokale Bevölkerung sich entschieden hat, zumindest einige Auswärtige zu lynchen. Wir wissen natürlich, dass in der Kathedrale ein Ritual vonstatten geht. Und wir wissen, dass dieses Monster diese Reliquie hier dorthin befördern sollte. Wir wissen allerdings nicht, welchem Zweck sie dient. Und wir wissen, dass irgendetwas im Kirchturm gelebt hat, aber wir denken einfach nicht so hart drüber nach. Gut, welches Attribut wählst du? Ich will nicht drum herum kommen, Prowess zu nehmen, fürchte ich. Ja, es ist doch ein bisschen mehr Gekämpfe, als dir in deinem früheren Leben so recht war. Zum Glück kann ich ja von den Besten lernen. Gut, dann springen wir mal zurück zu deinen Kameraden, deren Situation sich nicht unbedingt verbessert hat. Die Bestie wollte sich auf Baldrick stürzen. Und ich glaube, die hat ihren Plan nicht unbedingt aufgegeben, weil er jetzt eine Steinstatue ist und wird jetzt erstmal damit beschäftigt sein, Steinstatue Baldrick ein paar Meter weiter zu befördern. Also die Steinstatue ist unversehrt, aber sie liegt jetzt ein paar Meter weiter auf der Brücke. Und die Kreatur realisiert anscheinend, dass ihr Feind sich ihr auf irgendeine Art und Weise entzogen hat. Ups. Wie sieht's aus hinsichtlich der Kultisten? Die müssten doch eigentlich jetzt durch den Nebel brennend herausstolpern, oder? Ja, das ist richtig. Das können Harry und Zensus sehen. Mit brennenden Messgewändern, die Weihrauchschwenker immer noch umklammernd, stürzen die beiden letzten Kultisten dieser Prozession aus der Rauchwolke. Wo Magnus hin ist, schwer zu sagen, aber die wälzen sich jetzt am Boden, um das Feuer auszubekommen. Was aber nicht so leicht ist, denn, naja, es ist die unappetitliche Sorte Feuer, bei der eine Menge Öl involviert ist, die ihre Kleidung durchtränkt. Also die versuchen. Die überlegen gerade, ob sie erst das Feuer löschen oder sich erst das Öl unter den Nagel reißen sollen, denn sie kriegen Markt ja keins mehr. Ich glaube, der eine überlegt eher, ob er über die Brüstung springen sollte, denn ja. Unten in der Schlucht kann man Wasserrauschen hören. Aber es ist sehr tief. Wir werden sehen, was aus ihm wird. Der andere hat sich auf den Boden geschmissen. Dann nehme ich den, der am Boden liegt, und hau ihn einmal normal. Okay. Du rennst zu ihm rüber. Also genau, ich es sind immer noch Distanzen, aber du kannst dahin kommen, ja. Genau, ich renn zu ihm rüber, nimm den Cleaver und hau auf den Boden, wo er liegt.
Möchte mir helfen, dass das Feuer ausgeht? Natürlich, das ist sehr lieb von dir. Feuer in der Stadt wäre ja auch brandgefährlich. Richtig. Außerdem brauchen wir die Kutten noch. Richtig, die müssen... Nee, wir haben schon 4 Kutten. Alles gut. Deshalb habe ich sie auch angezündet. Ja. Okay. Die anderen 4 sind alle tot, entsprechend. Ah, 2 Dreier. Du hilfst ihm tatsächlich, das Feuer auszumachen. Okay, das ist einfach ein Misserfolg. Du rennst zu ihm hin und deine schnelle Bewegung muss wohl irgendwie die Aufmerksamkeit der Bestie erregt haben. Denn sie lässt von den fruchtlosen Versuchen ab, Steinstatue Baldrick zu zertrümmern, sondern stürmt auf dich zu. Höre ich das hinter der Rauchwand, dass die Bestie gerade auf uns zukommt? Möglich. Also es ist die ganze Zeit sehr laut, also man hört das Klappere von den Hufen, man hört das Schnaufen des Ungeheuers. Aber ja, also ich glaube, du hörst es, wenn das Hufgetrappel sich dir schnell nähert. Okay, dann würde ich... Moment, wir sind noch bei der Konsequenz dann. Das war ja ein Misserfolg. Ich möchte dich jetzt aber nicht einfach umbringen, sondern... Ja, noch resisten. Ich denke, ich ticke als Konsequenz die Nightclock weiter. Denn ihr habt jetzt schon so lange rumgeeiert mit der Bestie, das kostet euch Zeit. Und die hat mit uns rumgeeiert. Ja, ihr habt keinen Schaden gemacht in der Zeit. Das ist der Punkt. Möchte das jemand resisten? Ihr könnt das resisten. Beziehungsweise wahrscheinlich Harry. Ja genau, ich nehme meinen letzten Stamina Point und resiste das. Okay, alles klar, versuch's. Was war denn der Wurf dafür? Das war... Du würfelst so viele W6, wie du Stamina ausgibst. Das wird überschaubar. Die 6. Oh, nice. Das ist eine 6. Okay, die Nightclock tickt nicht weiter. Alles die gut. Warten auf das Vieh. Ja. Denn niemand hat es hingeschafft, die wissen nicht, dass das Vieh nicht kommt. Gut, er hat resisted. Ich würde gerne das Vieh taunten. Also, ich würde ihm gerne entgegenrufen, du schwächlicher Bulle, das soll alles sein, komm doch her und stell dich einem Gegner deiner Größe. Ruft das aus dem Nebel heraus. Ja. Weil der Nebel hat seine Größe, ist also nicht gelogen. Okay, ich gebe dir trotzdem verminderten Effekt, weil ich... Es ist in Ordnung. Ich sehe es nicht bei dem Viech und ich denke, es ist Resolve. Ja, ich würde tatsächlich jetzt gerne zum ersten Mal auf Resolve würfeln. Nick, leider. Ja, doch. Leider hast du nur das sprichwörtliche rote Tuch. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, ich setze noch einen Würfel rein, sodass ich mit 3 Würfeln würfel und gebe dafür dann einen zusätzlichen Stamina aus. Doppel-6! Ich kriege... Doppel-6. Ja. Ich sag doch, er ist ein dreckiger Lacker. Alles klar. Harry, du hast hinter dir das Hufgetrappel lauter werden hören und du dachtest schon, es wäre um dich geschehen, wenn dich das Viech gleich von hinten erwischt. Aber dann hörst du die Stimme von Magnus von der anderen Seite des Nebels oder vielleicht auch aus dem Nebel und die Bestie prescht mit vollem Karacho an dir vorbei in den Nebel hinein und ist fürs Erste verschwunden. Ich nehme an, sie trifft dort auf Magnus. Ich stehe nicht im Nebel, ich stehe hinter dem Nebel. Du stehst hinter dem Nebel, aber das können die anderen nicht wissen. Das ist richtig, aber im Nebel brennt's immer noch. Das ist dem Vieh egal. Okay, es trampelt die Flammen nieder. Das ist in Ordnung. Kann es sich denn orientieren im Nebel? Es rennt einfach geradeaus, wie die Brücke verläuft. Das ist jetzt keine Wissenschaft. Alles klar, sehr schön. Also, die Bestie bricht vor dir aus dem Nebel. Herzlichen Glückwunsch. Das wollte ich und das hatte ich bezweckt. Mhm. Ja, dann würde ich sie gerne schlagen. Mit meinem Schwert. Alles klar. Dann ein ganz normaler Stamina-Wurf. Das wäre dann mein letzter. Ein ganz normaler Angriff. Ich hoffe nicht auf eine 6, damit ich mein Stamina wiederkriege.
Das ist natürlich desperate, reduziert, aber du kannst 2 Stufen hochgehen, also ist es wahrscheinlich immer noch Greater Effect. Ja. Und das ist die 5, also es gelingt zum Teil. Und damit kriege ich mein Stamina wieder, weil ich ja auch Konsequenzen face. Dann ticke ich erstmal die Glock weiter. Ja. Das ist in Blades in the Dark Logik 2 Segmente, oder? Welchen Effekt hatten wir? Eine 5. Greater. Das sind 3. Schön, dass hier was vorwärts geht. Gut, dann... Es gibt trotzdem noch eine Konsequenz. Ich dachte, es wäre die Night Clock, die weiter tickt, aber gut. Oder du kriegst dann nicht viel Schaden. Würde nicht viel Schaden umbringen? 4 Schaden würden mich umbringen, in der Tat. Kannst du noch resisten? Nein. Doch, jetzt, nee, kann ich nicht, weil ich ja mein letztes Stamina dafür ausgegeben habe und das ja erst nach der Konsequenz geht. Aber gib mir ruhig den 4 Schaden, nehme ich. Aber es ist lame, wenn du raus bist. Ja. Wir wollen doch auch nicht, dass die Night Clock weiter tickt. Kann ja einmal Harm avoiden. Habe ich noch nicht gemacht. Hast du nicht? Nein, ich hatte vorhin drüber nachgedacht, aber habe es nicht gemacht. Okay, passt auf, Leute. Mir dauert dieser Kampf zu lang. Aber natürlich will ich auch nicht einfach sagen, dass ihr das Vieh schafft. Das heißt, ich würde gerne ein bisschen Schwung in die Sache bringen. Und zwar fände ich es ziemlich cool, wenn das Viech einfach durch die Vordertür der Kathedrale bricht.